Herzlich willkommen bei Nugget Reviews. Heute geht es um Star Citizen, denn ich habe das Spiel mittlerweile mal ein wenig angetestet. Eigentlich geht es vielmehr um die aktuelle, naja, sagen wir mal, was ist das eigentlich, Entwicklerversion. Was mich daran wundert, mal abgesehen davon, dass es natürlich ziemlich hübsch ist und die Effekte einigermaßen brauchbar sind. Man muss dazu sagen, dass das Projekt seit 2 Jahren existiert, auf Basis von Crowdfunding finanziert wird, da eine gigantische, also geradezu verrückte Menge an Geld zur Verfügung gestellt worden ist durch die Community, durch die Personen, die das Ganze unterstützt haben. Finde ich persönlich ist einigermaßen erstaunlich, dass die Qualität nach 2 Jahren immer noch auf dem aktuellen Stand ist, so wie man das zurzeit erleben muss. Das liegt vor allem für mich persönlich daran, dass die Steuerung grauselig ist. Ich weiß nicht so genau, woran es liegt momentan. Also ich spiele mit Maustastatur, ähnlich wie Freelancer. Man muss sagen, dass Chris Roberts auch bei Freelancer die Schirmherrschaft hatte und da ein absolutes, brillantes Meisterstück abgeliefert hat. Ich weiß nicht so genau, woran es jetzt hier in diesem Fall tatsächlich liegt, aber die Steuerung, obwohl man sie Freelancer ähnlich einstellen kann, funktioniert überhaupt nicht. Ich bin also selbst nach 1-2 Stunden Spielen bin ich nicht in der Lage, das Flugzeug bzw. Raumschiff zu beherrschen. Dieses Raumschiff wird so simuliert, dass man wirklich jedes einzelne Triebwerk steuern kann bzw. tatsächlich steuert. Es soll also so sein, wenn ein Triebwerk ausfällt, dann muss ich gegensteuern. Wenn mein Raumschiff nicht mehr geradeaus fliegt, liegt das irgendwie daran, dass was defekt ist oder was auch immer. Das ist also erstmal ein grundsätzlich ziemlich interessanter Ansatz. Ich finde nur, dass es bisher relativ miserabel umgesetzt ist. Mein Problem damit ist, dass wenn ich anfange, ein Spiel zu programmieren und wirklich intensiv dabei bin, etwas Neues zu kreieren, aber es gleichzeitig auf hohem Level spielbar zu halten, bin ich doch eigentlich bemüht, zunächst einmal eine gute Idee davon zu bekommen und zu vermitteln, wie man das Raumschiff steuert. Schließlich geht es ja eigentlich um nichts weiter als um Raumschlachten. Das bedeutet, ich muss, naja, ich meine, in diesem Spiel geht es natürlich noch um eine ganze Menge mehr, aber Raumschlachten sind der Basisaufhänger. Das ist der Knotenpunkt, in dem sich alles versammelt in diesem Spiel. Die müssen also so gut funktionieren, dass es überhaupt gar keinen Zweifel darüber gibt, ja, was eigentlich dieses Spiel ausmacht. Und das ist zurzeit leider überhaupt gar nicht der Fall. Also ich habe gestern, wie gesagt, zum ersten Mal intensiv mich in das Spiel versucht einzuarbeiten und war hochgradig frustriert, weil es praktisch überhaupt nicht möglich war, das Raumschiff vernünftig auf den Gegner zuzuhalten. Ich habe auch bisher, muss ich zugeben, nicht verstanden, wo meine Vorhaltepunkte liegen, warum ich die Steuerung nicht so in den Griff bekomme, dass Vorhaltepunkte angezeigt werden, trotz dass ich den Steuerungs- und Bedienungsplan der Tastatur eingesehen habe. Ich kann Targets anvisieren, der Rechner findet Targets, ich kann den Targets hinterherfliegen, ich kann sie beschießen und auch beschädigen. Das Problem ist, Drehen an sich, präzises Wenden von einer Richtung in die andere ist irgendwie nicht möglich. Das liegt an mehreren Dingen. Zum einen habe ich ein Zentrum, um das ich mich bewege, das ist ganz normal, das ist jetzt praktisch, ich gehe jetzt von der Freelancer-Steuerung aus, bei der Freelancer-Steuerung ist es so, dass die Maus praktisch den Joystick ersetzt, insofern, dass ich mit der Maus abhängig vom Zentrum, ja, meines Bildschirms die Position festlegen kann oder die Rotation festlegen kann, in die mein Schiff sich dreht. Wenn ich also nach rechts den Mauszeiger bewege, dann macht das Schiff offensichtlich einen Rechtsschwenk. So, das ist eigentlich eine relativ coole Sache. Ich bin damit ganz hervorragend klargekommen, obwohl ich zu Anfang einige Zweifel hatte, da es zum Beispiel nicht der X-Wing und TIE Fighter Steuerung entspricht, wo man mit der Maus permanent wischen muss. Ich fand aber am Ende, dass die Steuerung in X-Wing und TIE Fighter wesentlich anstrengender war und eigentlich auch nur mit Joystick wirklich spielbar gewesen ist, obwohl ich ein riesen Joystick-Fan bin. Aber die Freelancer-Steuerung ist so intuitiv und so gut umgesetzt,
dass es nichts Besseres in meinen Augen gibt. Und als ich vor einiger Zeit mit ein paar Kumpels mal versucht habe, ein Weltraumspiel 2006 irgendwann mal umzusetzen, wurde relativ schnell diese Freelancer-Steuerung implementiert und sie funktionierte einfach. Ja? Es war überhaupt kein Zweifel, es war tadellos, wie einfach diese Freelancer-Steuerung eigentlich ist. Und bedauerlicherweise klappt das hier nicht. Das liegt, wie gesagt, Zentrum, ja? Ich kann meinen Mauszeiger bewegen, ich habe so eine Todeszone, ja? So einen Todbereich, wo der Mauscursor quasi überhaupt nicht reagiert oder keinen Einfluss hat auf die Raumschiffbewegung. Wenn ich jetzt da rauskomme, dann macht das Schiff mal flüssige Bewegungen, mal macht es abrupt irgendwelche konfusen Bewegungen. Ich bin also nicht in der Lage, das Schiff vorhersagbar zu steuern. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass ich irgendwelche Skills nicht habe. Schließlich gibt es zurzeit noch keine Skills. Es gibt das Raumschiff. Vielleicht haben einige Leute, die mehr gespendet haben, ein tolleres Raumschiff. Aber dennoch muss das Ding ja irgendwie fliegbar sein. Zum anderen liegt das daran, dass ich keine Vorhaltepunkte bisher finden konnte. Ich bin also relativ viel abgeschossen worden. Vielleicht habe ich auch die Steuerung einfach noch nicht verstanden. Aber bisher bin ich einfach irgendwie noch nicht so sehr begeistert. Und da man bereits intensiv an anderen Modulen arbeitet, ja, man kennt ja das Hangar-Modul, wo man sein Schiff sehen kann, total super, sieht erstklassig aus, läuft auch ein bisschen, läuft eigentlich noch ganz gut so. Man kann sich überall reinbewegen und so weiter und so fort. Dann kann man einen Dogfight machen, das heißt, ich habe einen sehr begrenzten Bereich, in dem ich mich mit meinem Raumschiff bewegen kann. Und selbst in diesem Bereich gibt es schon 32-Bit Rundungsfehler, also Dinge, die wir damals auch erlebt haben, wenn wir uns ein paar Kilometer von unserem Ursprungspunkt wegbewegen, dass dann das Cockpit anfängt zu zittern, die Hände anfangen zu zittern und einfach irgendwie nicht mehr so ganz nachvollziehbar ist, was da eigentlich tatsächlich gerade passiert. Und die Projektile irgendwie neben dem Schiff auch so lang zittern, das sind alles Rundungsfehler, deswegen wird gerade aktuell die komplette Engine auf 64-Bit umgebaut. Das müsste, weil es die CryEngine ist, eigentlich schon vonstatten gegangen sein, aber ich bin natürlich kein Engine-Entwickler, es kann sein, dass Crytek da auch nur eine 32-Bit-Engine entwickelt hat mit irgendwelchen 64-Bit-Funktionen. Durchaus denkbar. Da zurzeit noch sehr viele Texturen am Flackern sind und am Flimmern in Star Citizen, gehe ich davon aus, dass sie tatsächlich nur mit 32-Bit arbeiten und die 64-Bit-Genauigkeit hier noch nicht zum Tragen kommt. Dann gibt es einen weiteren Punkt, der mich an Star Citizen zurzeit noch ziemlich stört. Eigentlich ist es gar nicht so schlimm, aber merken tut man's. Und zwar ist zwar schon ein Support eingeplant und auch schon umgesetzt für die Oculus Rift. Was ist mit Multimonitoring? Ich habe schon häufig darüber mich beschwert. Ich habe einen Bericht gemacht über das System Matrox Triple Head to Go Digital, was ich hier momentan auch immer noch betreibe. Seit also fast 10 Jahren besitze ich diese kleine Kiste, die partout nicht günstiger werden möchte. Hier in Star Citizen haben wir momentan auch immer noch das Problem, dass offensichtlich nicht verstanden wird, wie breit mein Monitor ist, wie hoch mein Monitor ist, was mich etwas irritiert, da die ganze Engine von Crytek eigentlich sowas kann. Wenn man sich Crysis 1 bis 3 anschaut und es auf Multimonitoring-Systemen spielt, stellt man fest, dass alle Menüs ganz wunderbar sind. Sie wissen einfach, wie breit der Monitor ist. Alle Videos, Videos laufen tatsächlich nicht korrekt. Die sind auf die Breite und nicht auf die Höhe des Monitors getrimmt, was also wirklich in keiner Weise Sinn macht. Aber hier zum Beispiel in Star Citizen ist das Menü, und mir ist ehrlich gesagt egal, ob das eine Alpha-Version ist oder nicht, die haben mehrere hundert Mitarbeiter mittlerweile und einer davon macht Menüs oder vielleicht auch 20 oder 50. Das Menü, was zurzeit in Star Citizen drin ist, ist gestretched auf alle drei Monitore. Man kann es bedienen, aber es ergibt einfach überhaupt gar keinen Sinn, dass dieses 3840x1024er Format nicht korrekt erkannt wird, aber schon eine Oculus Rift, ja, als Zukunftstechnologie vollständig unterstützt wird.
Also es gibt noch viel zu tun. Ich bin gespannt. Das Spiel kommt vielleicht, wenn wir Glück haben, 2015 irgendwann mal in die Regale. Vielleicht aber auch erst 2016, wenn sie jetzt neben dem First-Person-Shooter-Modul noch irgendwelche großen Handelsmodule, ganze Zivilisationen und ähnlich wie in EVE Online komplettes Handelssystem, Warenwirtschaftssystem implementieren. Dann könnte ich mir vorstellen, wird es irgendwann ein wenig kompliziert. Ich hoffe, dass das Spiel immer nachdem es, ich glaube, es sind 60 und 80 Millionen Dollar eingespielt hat bisher im Vorhinein, ja, also vollkommen risikolose Entwicklung, dass sie das bugfrei ausliefern und dass es wirklich funktioniert und dass mir nicht wie in Far Cry 3 auch ein Riesen-Dollar-Titel, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel das war, aber es war irre teuer, dass sie nicht den Fehler machen und auf solche Details nicht achten. Ja? Es gibt Multimonitoring-Spieler, viele Multimonitoring-Spieler. Es gibt extra eine ganze Software-Gemeinde, die sich darum kümmert, baut sowas wie Flawless Widescreen, ja, tolle Software, hackt sich in das Programm rein, ändert das Seitenverhältnis der Menüs, der alles. Ja, total super, wenn es denn mal das Spiel in den Griff bekommt. Also einen Hut ab für die Entwickler von Flawless Widescreen. Aber wenn halt eine Gruppe um Chris Roberts das nicht hinbekommt, dann wäre ich sehr traurig, sehr traurig. Für mich wäre das Spiel definitiv ein Grund, eine Oculus Rift oder ein vergleichbares System zu kaufen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns.